Und die vierte Etappe des Wienerwald, weit unterwegs, die verläuft jetzt gar nicht so, wie wir das gern gehabt hätten. Das macht natürlich ein besonderes Farbenspiel. Wir lassen die Städte dieses Baumassakers noch hinter uns. Die Wiesen sind noch saftig grün. Und meine Mama will noch sämtliche Rekorde brechen. Bleiben wir jetzt sitzen, bis finster wird. Du darfst nämlich immer so überhaupt nichts sagen dürfen. Man schummelt nämlich, der hat zwei Schrittzähler mit. Hier darf man nichts. Hinter mir Mondlandschaft. Hallo und Grüße aus Böhmkirchen. Ich bin Flat dabei und die vierte Etappe des Wienerwald weit unterwegs. Die verläuft jetzt gar nicht so, wie wir das gern gehabt hätten. Denn eigentlich sollte ich jetzt in Stössing stehen. Und in Stössing, da stehen wir deswegen nicht, weil die ÖBB hat versagt, beziehungsweise die Oberleitung hat versagt und blöderweise nicht einmal die Oberleitung, die wir gebraucht hätten. Das hat uns aber nichts genutzt. Wir sind trotzdem durch eine Bahnverspätung nicht rechtzeitig zum Bus gekommen und der nächste Bus fährt 5 Stunden später. Und 5 Stunden ist schon ziemlich viel, was wiederum bedeutet, dass wir in Böhmkirchen entweder festsitzen oder unser Taxi aus St. Pölten kommen lassen müssen, weil in Böhmkirchen gibt es nämlich kein Taxiunternehmen. Ja, oder die 10-11 Kilometer, die es gestößen ist, zu Fuß zurückwandern. Und das machen wir jetzt, nämlich entlang des Michelparks und da vorne unter der schönen Westautobahn durch. Also, der Tag beginnt erlebnisreich. Man hat den Michelbach da ganz wunderbar renaturiert und zum Teil aber eben dann auch mit zusätzlicher Infrastruktur ausgestattet. Da hat man Becken ausgebildet und eine kleine Umgehungsebene, ein Begleitweg. Der ist wenig besucht und wenig befahren und für uns eine willkommene Gelegenheit da ist, heute unsere Meter zu machen, bis wir in Stössing ankommen. Wir werden unsere Tour vermutlich angesichts der Zusatzkilometer, die wir da machen, die doch beträchtlich sind. Also das sind doch mehr als 10. Ein bisschen umplanen und schauen, dass wir heute möglicherweise nur bis zum Bahnhof Kreisbach bei Wilhelmsburg gehen. Wir müssen halt dann am nächsten Tag noch bis Heinfeld die 5 Kilometer extra machen, damit wir das by fair means, wie es so schön heißt, absolviert haben. Da in der Nähe von Furt ist eine Flussschikane eingebaut. So, da direkt in Furt hat man noch einmal so eine Wehr, wieder mit einer Flussschikane. Und da ist eine Brücke zu sein, eine Straßenbrücke. Auf der Straßenbrücke müssen wir jetzt nach links queren. Kenntlich gemacht auf den grünen Teil. Da jetzt über die Brücke drüber. Und da vorne sieht man den weiteren Wegverlauf. Wir werden dieses Schildes an sich, die Kummelberg-Hegerberg-Hütte, und treffen hier eine Entscheidung. Und das ist das. Wir werden uns den Straßenhatscher, den wir dann doch noch vor uns haben, weil leider geht es dann nicht immer so das Flussufer entlang, nach Stössing heute schenken. Und den werden wir ersetzen durch den direkten Anstieg auf den Hegerberg, wo wir dann wieder auf den 404 treffen. Wenn man da vorne schaut, sieht man jetzt eine Brücke über den Fluss und da drüben der Anstieg mit dem schön gefärbten Wald. Dort geht es hinten hinauf auf den Hummelberg. Und bei der Absteigung ein Bankerl und da ein Steg. Der schwingt, der Steg. Puh. Na gut, am Waldrand angekommen, halten wir uns jetzt in Richtung der grünen Markierung. Im Wald ist es ziemlich finster und steigt forsch an, aber nur für ein paar Meter. Und dann wendet sich der Weg nach rechts und die Steigung ist gleich mal wieder aus. Hegerberg, wie der Name schon sagt, wird mit Anstieg verbunden sein, aber es ist nicht überall so steil wie hier. Ist da sehr spärlich markiert. Da vorne sehe ich wieder eine Markierung und
Die ist aber jetzt gute 150 Meter entfernt. Wir bewegen uns da auf einem erstaunlich trockenen, erdigen Boden. Fast schon staubig. Und stellen beide erfreut fest. Also das macht schon deutlich mehr Spaß. Also 404 hin oder her. Originalwegverlauf schön und gut. Aber das hätte uns jetzt keinen Spaß gemacht. Dann noch weiter mehr als eine Stunde auf das Asphalt bis Stößing hineinzutackeln. Nur weil das mit dem Bus nicht geklappt hat. Da vorne ist ein Kreuz am Weg. Und jede Menge Schwammerl. Da stolperst du schon fast drüber. Mitten am Weg, ja. Scheint irgendwo ein Wasser aufzugehen. Und da muss man jetzt schauen. Ja, da herunten. Geht schon. Da eröffnet sich uns das erste Mal ein Blick auf das erste Gipfelziel des heutigen Tages, nämlich den Hegerberg. Jetzt halt von Norden kommend aufgenommen. So einen schönen Blick hätten wir am anderen Anstieg wahrscheinlich gar nicht gehabt. Da hat es gebrannt. Offensichtlich einmal der Blitz eingeschlagen oder sowas. Ja, ziemlich gebeutelt und trotzdem sind da noch Blätter oben. Also das Leben versucht alles. Wir haben an der Stelle eine Abzweigung zu bewältigen und die ist nach rechts, also in Richtung, grob in Richtung Süden. Im Gegensatz zu gestern sieht man, was das ausmacht, wenn es wieder neblig drüber ist, so wie jetzt in der Früh. Ja, das macht gleich einen riesen Unterschied im Eindruck, den diese Landschaft bietet. Also zwischen goldener Herbst und sonnig und warm und nett und freundlich und leuchtende Farben. Und dem hier mit Moder und Verfall und oje. So, da wird es jetzt wieder netter. Und auch da hinten schimmert es ein bisschen. Könnte sein, dass wir auch heute noch die Sonne erleben. Der einzelstehenden Leere, da ist schon ziemlich aus. Unten sind ein paar Nadeln drauf. Aber das oben schaut nicht sehr gesund aus. Jetzt eigentlich auch eine sehr schöne Stimmung. Es fehlt uns nur noch zum Glück die Sonne. Wobei, vielleicht ist es eh nicht so schlecht, dass wir am Anstieg die Sonne noch nicht haben, sondern erst dann später. Wir sind dann an einer Einmündung angekommen, wo viel sagen, da steht Wanderweg. Und da, wo wir herkommen, nämlich Hummelbergfurt und Böhmkirchen. Und in die andere Richtung, jetzt rot markiert, ist unser Anstieg. Also wir haben es uns da auf einem Bankerl gemütlich gemacht und warten auf den Aufschwung. Nämlich auf den Aufschwung da in Richtung Hegerberg hinauf. Da sind wir jetzt auf ca. 430 Meter, das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr als 200 Höhenmeter vor uns. Und das ist auch nach zwei Stunden, die wir jetzt von Böhmkirchen daher spaziert haben, war das eine gute Entscheidung, ein bisschen zu rasten. Außerdem geben wir der Sonne so mehr Zeit, uns da oben dann eine sehenswerte Aussicht zu verschaffen. Also, naja, schaut aber besser. Nicht so aus. Ja. Mama hat Zweifel. Naja. Vielleicht sind die berechtigt, wir werden es erfahren, also demnächst auf diesem Kanal. Na, da verbleibt man jetzt am Waldrand, nachdem man dieses Gehöft passiert hat, mit einer schönen Aussicht hinunter in Richtung Kasten. Bergauf hat dieser Wegabschnitt da wirklich was. Da geht es in raschem Wechsel jeweils durch kurze Waldpassagen durch und auf kleine Wiesel hinaus. Und durch den goldenen Herbst da ist auch das Licht ganz wunderschön. Selbst wenn man jetzt noch keinen Sonnenschein hat, es ist greifbar, dass es heute nochmal aufreißen könnte. Raststätte zur Langwiese, frisch gedüngt. Also den Schuhen bekommt es wohl. Und das schaut da wie ein nettes Skitourengelände aus, eigentlich fast. Da oben. Das ist ein bisschen zu niedrig, der Berg, aber das wären an und für sich total schöne Hänge. Ende der Wiese erreicht man diesen auffälligen Birkenwald. Und ein Weg bahnt sich da durch.
Das ist lustig da. Also da ist wirklich fast ein Birkenreinbestand. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wir erspähen hier im Anstieg einen Blick zur Hütte da oben. Da gibt es tatsächlich eine Skiwiese. Das heißt, da ist ein Skilift, Schlepplift hinauf. Und kann man aber nicht vorstellen, dass der noch nennenswert im Betrieb ist. Wir könnten jetzt die Konditionsstärksten in der Direttissima ansteigen. Das ersparen uns wir. Wir haben da jetzt eh schon einen kleinen Umweg gemacht, weil der Anstiegsweg auf dem Steig, der markierte, der müsste eigentlich da vorne auch ziemlich gerade aufgehen. Also hier die Direttissima hier herauf und da geradeaus hinauf weiter. Sicher nicht so steil wie die andere. Da sieht man es aber schon durchschimmern. Also das geht jetzt zwar in der Tonart weiter, aber es ist nicht mehr wirklich weit. Von da unten kommen wir her und das ist eine richtige Schinderei. Also da ist wirklich steil und geht in der Radissima hinauf. Und da ist jetzt ein bisschen angenehmer, weil es abzweigt und sich hinaufwindet, die allerletzten Meter. Aber das war jetzt tatsächlich einmal ein fordernder Anstieg. Und da hinten durch den Wald durch kann man jetzt die Hütte blitzen sehen. So, wir haben uns jetzt am Hegerberg gestärkt und wenn wir so brave Wanderleute sind, lacht uns jetzt die Sonne. Also tatsächlich kommt die Sonne durch und wir treffen hier wieder auf den 04er. Also da sind wir wieder am Originalweg und damit Kontrollstelle wäre das auch gewesen, Wienerwald Weitwanderweg. Bitteschön. Eigentlich hätten wir gern von Stössing über den 404 da hinaufwandern wollen. In Richtung Hegerberg. Das war jetzt für uns nicht möglich. Wir sind stattdessen von Böheimkirchen gekommen, sind da bei Furt vorbei spaziert und da drüber am Hommelberg vorbei und dann so über diesen sehr steilen und mühsamen Anstieg auf den Hegerberg. Das ist natürlich jetzt deutlich länger. Und jetzt geht für uns der 404 weiter und wir kommen hinunter in Richtung Fahrerfeld. Nicht nur Stössing und Fahrerfeld steht da oben, sondern auch die Gschöllberghütte. Und wenn du dich erinnerst, wir haben die Gschöllberghütte schon mal besucht und zwar, wie wir die Überschreitung gemacht haben vom Fahrerfeld. Geht da, wo wir herkommen sind, zurück ganz gut, steigt aber dann nach links ab. Geht seit 3 Stunden schon. Waren wir brav, oder? Wir sind das in weniger als 3 Stunden gegangen. Wir sind das in 2,5 gegangen, aber im Aufstieg. Da etwas versteckt bei den Stufen hinauf. Müssen wir. Damit wir da oben zu dem 04er-Schild kommen. Das hätten wir jetzt gar nicht vermutet. Aber leider unter der Liftstraße durch, unter der ehemaligen. Bis zum Haus gegangen. Ja, der Lift ist fast bis zum Haus gegangen und da unten ist man ausgestiegen. So, also Fahrerfeld 04, schau. Uralt, Hipfelkreuz, Hegerberg, 655 Meter errichtet. Am 10.07.1949, na bitte. So, ebenso alt wie vorhin. Das 04er-Schild ist da das 404er-Schild. Schon sehr abgenutzt. Das ist Schutzhaus, also die Hegerberghütte bzw. Johann Enzinger Hütte oder Johann Enzinger Haus. Das ist eigentlich auch sehr empfehlenswert. Die haben eine vollständige Karte wie bei einem Gasthaus und sind da wirklich sehr freundlich und bemüht und auch nicht teuer. Also da, das ist richtig cool. So, da im Abstieg darf man nicht zu sorglos sein, sonst verpasst man nämlich diese zahlreichen Markierungen da, die darauf hinweisen, dass da nicht über den Rücken weitergeht, sondern da ein wenig steiler durch den Wald. Ja, man sieht schon, jetzt wo wir da im Abstieg sind, die Sonne hat sich ihren Platz erkämpft und deswegen ist der Wald auch wieder so schön lichterflutet mit kleinen Fleckeln. Das ist auch ganz ein eigener Reiz. Gerade wenn wir uns so an den Wald gewöhnt haben, geht es wieder hinaus auf die Wiese und wir haben die Sonne erwartet und die Sonne erwartet uns. Jetzt auf der Wiese in der Sonne
haben wir wieder einfach diese ganz, ganz herrlichen Abschnitte, die ganz typisch für den Wienerwald sind, für den Wiesen-Wienerwald im Endeffekt. Nämlich da. Also das hat einfach so was Harmonisches. Die Landschaftsformen sind sanft, diese Einzelbäume und auch die Herbstfärbung, selbst wenn sie jetzt noch sehr, sehr dunstig und diesig ist, das kommt so richtig schön zur Geltung. Angenehm warm ist es inzwischen auch. Also man hat gesehen, wir haben jetzt beide die Jacke ausgezogen, das war dringend notwendig. Es ist jetzt zum Gehen mit kurzen Ärmeln gut genug bei, naja, was wir jetzt haben, 17 Grad, würde ich schätzen, so ungefähr. Angenehm, fast kein Wind, leicht föhniger Tag. Also man kann sich's nicht besser wünschen. Das ist jetzt eine riesen Herde. Schau dir das an, hä? Wahnsinn! Unglaublich! Also so dermaßen viel. Das sind gut 20 Tiere. Spannend für diesen Einzelbaum. Aber eine Markierung und ein Schild. Die Markierung schon ziemlich verpasst. Ich glaube, dass da eine Weggabelung existiert. Bitte bleib am Weg, Wild braucht Ruhe. Nein, wir waren eh am Weg. Das Wild war trotzdem beunruhigt und das deutet darauf hin, dass man da irgendwie sicherstellen hat wollen, dass man das von aller Weiten sieht. Ich frage mich jetzt, welche Weite das ist. Durch das leicht kopierte Gelände ist die nächste Markierung von oben nicht ganz auszumachen gewesen. Also, tatsächlich geht es da geradeaus weiter, wie vermutet. Es ist tatsächlich gar keine Markierung, sondern das ist ein Verbotsschild. Da ist offensichtlich dann die Forststraße beginnen. Das heißt, man kann sich wirklich nur an die Steigspuren, die es da gibt, orientieren. Aha, ein Pilz. Aha, wieder ein Pilz. Aha, noch ein Pilz. Und noch ein Pilz. Und ein weiterer Pilz. Und noch mehr Pilze. Da kann man vermuten, dass man da auf einem sogenannten Hexenring ist. Das ist also dieses Segment da. Es schaut so aus, als ob sie da von irgendwoher der Pilz mit seinem Myzel da ausgebreitet hätte und da einfach jetzt ringförmig die Fruchtkörper bildet. Am Ende dieser Wiese mit den herrlich gefärbten Bäumen am Rand, 404, nach rechts hinein. Steigt man jetzt ganz leicht nördlich von so einer Schneise ab und deswegen ist der Wald hier so licht durchflutert und das macht natürlich ein besonderes Farbenspiel. Also man kann echt nichts sagen, dass das, was da jetzt die Sonne herausgekommen ist, ist der Abstieg in Richtung Fahrerfeld von Hegerberg aus. Ganz ein besonderer Genuss, nicht nur wenn man Aussicht hat, sondern auch auf diesen Waldpassagen. Und es ist völlig einsam. Also dadurch, dass wir da am Wochentag unterwegs sind, wir scheinen wirklich die einzigen Wanderer auf dem Planeten zu sein derzeit. Das wird jetzt spannend. Aha, seitwärts, na gut, wieder was gelernt. Schaut mal, da erreicht man eine Drillingseiche. Also einmal, zweimal, dreimal. Ist auch schon ziemlich groß. Aber bin mir nicht sicher, ob die dem Förster viel Geld bringen wird. Das ist einfach ein Kuriosum. Ja, da hat entweder der Wind ordentlich gewütet oder irgendjemand hat unqualifiziert einen Baum umgeschnitten und der hat alles mitgerissen. Da ist einiges gefallen. Bevor man da nach Fahrerfeld hinunterkommt, man hört jetzt schon ziemlich gut den Straßenverkehr, wird es noch ein bisschen steiler. Die Abzweigung ist nicht zu verfehlen und der ganze Wald ist bunt vor lauter Markierungen. Der Abschnitt hat richtig Spaß gemacht. Also das war richtig nett. Sieht man, wenn man als Baum nicht aufpasst und die Rinde nicht geschlossen bleibt wegen irgendeiner Verletzung, dann hat man den Pilz am Hals. Der Baum hat sich redlich bemüht, diese Verletzung zu schließen, da einen riesen Wulst ausgebildet, aber er hat es nicht geschafft, den Pilz fernzuhalten. Den wird dann immer mehr los. Auf Fahrerfeld, bzw. die Ausläufer davon. Also,
Mehr sehen wir da gerade noch nicht. Den Rücken, den man da vor uns aufragen sieht, müssen wir jetzt dann als nächstes wieder drüber. Weil sonst bleibt da echt nichts erspart. Ein handgemalter Pfeil versteckt sich da gut. Also, ach, in die andere Richtung ist ein bisschen besser sichtbar. Aber dann haben wir ja auch noch den richtigen Spruch erfunden. Und das ist gar nicht so sehr, dass Kühe natürlich nicht auch auf die Wiese machen, sondern dass es kein Menschenrecht ist, seinen Hund auf die Fläche anderer Leute machen zu lassen und niemals auf die eigene. Ja, eine Fußgängerbrücke bei Fahrerfeld und dann eine Straßenquerung. Sehr gut markiert also. Wir kommen von der Hegerberghütte auf den 404er bzw. 04er und da drüben hinein müssen wir auf den 04er und die Straße, hat man zwar vorhin gut gehört, sie ist aber wenig befahren und unser nächstes Ziel ist jetzt Schlosswald, Rudolfshöhe und Wilhelmsburg. Also da unten war angeschrieben Steinbach und Baumgarten, da habe ich gedacht, aha, Straße. Tatsächlich ist es da so ein bisschen ein breiterer Güterweg, aber es gibt einen Pfeil und da eine Markierung hinein. Also entlang der Straße durch die Beeren mag sich die Brombeerhecke auf dem Weg etablieren. Oder wir sind einfach die ersten seit Monaten und Jahren, die den Wegverlauf gefunden haben. Das könnte natürlich auch sein. Ja, noch eine Markierung. Also wenn es mich fragt, da ist auffallend viel Markierung für auffallend wenig Weg. Nein, nicht. Vor allem, da ist jetzt nämlich ein Aus. Also, nämlich wirklich aus. Da drüben ging es weiter und da ist mit Stacheldraht abgesperrt. Und ich kann den Stacheldraht da gar nicht entfernen. Also, es ist eine rote Markierung, ja. Ich schaue jetzt gerade, ist das so gedacht, dass man das irgendwie anheben kann? Nein. Ja, spannend. Also, man kann vielleicht unten durch. Ich glaube, das schenken wir uns, oder? Ja. Normalerweise, wenn der Wanderweg markiert ist, dann soll ich die Markierung unten übermalen. Also das machen wir mal auf diesem Weg an den Besitzer dieser Liegenschaft. Es ist absolut okay, wenn du auf deinem Gelände den Wanderweg nicht mehr haben willst. Dann machst du dort unten deinen Zaun zu und falls er offen ist, dann übermalst du die Markierung und sagst kein Durchgang und jeder wird sich dran halten. Dort oben dann bei gut sichtbaren Markierungen, und das waren mehr als nur fünf, dann den Zaun aufstellen, weil man halt doch keinen mehr auf sein Gelände haben will, ist gelinde gesagt eine Schweinerei. Also das muss echt nicht sein. Es ist nicht so, das ist ein Einbild, ich muss überall auf dem Gelände anderer Leute durchgehen. Aber das kann man besser machen. Auf der Anhöhe da oben, diese auffallend flachen Bäume, beziehungsweise von der Wuchsform her schon eher Sträucher. Wenn man da schaut, da ist ja fast kein Stamm mehr da. Das verzweigt sich ja relativ rasch. Wäre interessant, was das ist. Hm? Wirmbel vielleicht. Also, Hartriegel. Sehr möglich. Jetzt, wo wir da über Fahrerfeld wieder ein bisschen an Höhe gewonnen haben, schaut mal. Ach, da hat man die Rehe. Ganz aufmerksam sind sie auf der Wiese. Dann tun wir nichts und sie tun uns nichts. Dort der Berg, wo man den Sender oben erahnen kann, der Hegerberg, da kommen wir her. Ja, um da in spannender Lichtstimmung noch einmal einen 40404er. Wenn man jetzt da schaut, dieser bewaldete Sattel. Da müssen wir jetzt drüber und dann kommen wir nach Schlosswald auf der anderen Seite. Wer hier anlangt, bei diesem komischen gelben Fleck da auf dem Baum, sollte misstrauisch werden. Da unten am Ast eine rot-weiß-rote Markierung und da schaut die Straße so aus, als ob es wieder hinunter geht und zieht das in Häusern hin. Und das gehört nicht begangen, sondern da gibt es eine Abzweigung. Und das ist jetzt da links hinter der Wiese, wo das Holz drauf liegt, auf dem Obstbaum. Tatsächlich eine Markierung drauf, aber dem muss man schon sehr genau schauen, was man findet. Wir sind jetzt wieder im Wald und wir gehen auch nach Wald. Ja, das ist doch passend.
Ja, da haben wir die Siedlungsfläche wieder verlassen. Vorhin hat uns der Anwohner mit Radio beglückt, sodass wir es noch ungefähr dreimal so weit hin hat können, wie sein eigener Garten gereicht hat. Und der war wohlgemerkt nicht klar. Und Tatsache ist, der Radio ist gelaufen und man hat gar keinen Menschen gesehen. Also offensichtlich muss der so laut auftragen, weil er so weit vom Radio weg ist. Jetzt einen Bildbaum, schau. Er ist auch in der Karte angekündigt. Mit jeder Menge Abzweigungen, wo es für uns überall nicht hingeht. Für uns geht es 1, 2, 3, 4, 5 Abzweigungen und genau die mittlere zählt. Es ist nämlich da. Aber diesmal haben sie nicht gekleckert, sondern geklotzt. Da ist überall alles angefabelt. Hier darf man nichts. Also weder reiten, noch mit dem Fahrrad fahren und sammeln von Beeren und Pilzen ist verboten, laut § 33 Forstgesetz. Ja, wahrscheinlich gibt es deswegen das Schild da unten, nicht? Finger weg. Eine prominent markierte Abzweigung, wo der 404 hinaufgeht. Und auch da kann man ja ahnen, da gibt es jetzt jede Menge Gras und im Hintergrund Licht durch den Wald. Recht viel höher, als man da jetzt sieht, geht es da auch nicht mehr. Das heißt, der Anstieg ist ganz moderat. Nach einem ganz kurzen Abstieg geht es da für uns nach links. Das ist eine Kreuzung. Das heißt, noch einmal bergan, ganz kurz. Aber wirklich nur sehr, sehr kurz. Also, da diese Linkskurve darf man nicht verpassen. Und das, was man da sieht, es ist auch schon der ganze Anstieg. Die kleine Anhöhe von vorne ist gewonnen und jetzt läuft die Markierung so eine Höchstform auf. Also, wir müssen, wie da vorne erkenntlich gemacht wird, nach rechts und brauchen nicht mehr weiter ansteigen. Ja, wir sind uns einig, da wir sind eigentlich im Gebiet des Kürnberger Forst, beziehungsweise das ist da jetzt von uns aus gesehen ein bisschen weiter nördlich. Und der Wald selber wäre ja ganz hübsch, nur es ist jetzt ein endloser Forststraßenhacker. Und meine Mama hat vorhin gerade festgestellt, also diese Bauerngegend ist halt tatsächlich nicht besonders freundlich. Das ist aber natürlich auch von dem Erlebnis getragen, das wir da gehabt haben mit der Markierung und die dann entsprechend abgesperrten Wiese. Wir haben Bärenpflückverbot gehabt, wir haben Bildsammelverbot gehabt, Reitverbot und Radfahrverbot. Also in den Wald darf man gar nichts. Trotzdem, die Färbung da ist ja sehr schön. Vielleicht kommen wir uns noch auf die Idee, dass Eintritt verlangen. Was heißt das? Försterpott. Da bin ich gespannt, was das wohl ist. Also, da hat der Forstmann ziemlich gewütet. Da in dieser Schneise eröffnet sich dafür für uns wieder ein Ausblick. Wir werden nämlich dem Graben da hinunter vorgehen. Und dann da drüben auf dieser Anhöhe wieder ansteigen. Da öffnet sich die Landschaft und wir kommen nach Schloss Wald. Also da, wo der Wald aufhört, fängt Schloss Wald an. Da das Türmchen davor scheint ja ganz schick zu sein. Da. Ein kleines Kirchlein, das offensichtlich zur sakralen Infrastruktur von dem Schloss gehört. Und ganz, ganz alte Bäume, wo nur ein paar Bessel drauf sind. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 1838, ehemalige Schlosskapelle um 1335. Also, da hat man offensichtlich groß ausgebaut. Der Asphalt hat uns wieder und die Geräusche der Zivilisation. Wir haben es kaum erwarten können. Und jetzt, wo wir da in den Wald herunten sind, werden wir herausfinden, ob es da nicht irgendwo ein Bankerl gibt. Da haben wir dergleichen schon seit vielen Kilometern, kannst du mir sehen, eigentlich genauer gesagt seit Fahrerfeld, seit dem Trafohaus, da war nämlich ein Bankerl in der Sonne. Und jetzt die nächsten 4 Kilometer oder so, die wir jetzt gegangen sind, gibt es kein einziges. Und da vorne gibt es ein Stoppschild. Und drüben gibt es nur
ein Gegenanstieg. Ja, am Hydranten kannst du draufsetzen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Stopp in 18 Meter und dahinter ein Bankerl. Also wir stoppen früher als in 18 Meter und das werden wir dann ganz genau nachmessen, ob das da wirklich stimmt. Das ist doch ein sehr hübsches Bankerl, oder? Ja, was gibt es in der Gegend auszusetzen? Gegend? Noch mehr Gegend? Also wir sitzen jetzt da gemütlich vor dem Schloss auf unserem Bankerl. Das ist also ziemlich genau zwischen den 18 Metern von dem Stoppschild und der Straße, wo sich befindet. Und wo wirklich reger Verkehr ist, also vom Bauern mit dem Riesentraktor bis hin zum Murztrum, Holz-LKW und dem Porsche des Schlossbesitzers, haben wir eigentlich heute schon alles gesehen, was es da gibt. Ich glaube, das sind ruhig. Sämtliche Fahrzeuge, die es da in der Gegend gibt, haben wir auch schon besichtigen dürfen. Ja, wir haben nur unsere Gehzeuge dabei, nicht mehr. Aha, und ein Denkmal, den Gefallenen zur Ehre, den Lebenden zur Lehre. Na, hoffentlich habt ihr wirklich alle was daraus gelernt. Nicht, dass wieder mal eine Generation heranwächst, die dann schon wieder einen Krieg braucht, damit es gescheit wird. Die Wegweiser Infrastruktur, die man da hat. Straße im Berschlingtal ist nicht allzu stark befahren. Ammerling, Kogel, Finstereck, Meierhöfen. Nein, wollen wir nicht. Ochsenburger Hütte, na, schaut schon besser aus. Also, Ochsenburger Hütte, Wilhelmsburg. Na bitte, das nehmen wir. Rudolfshöhe, Ochsenburger Hütte, 404. Da, hinauf. Ja. Völlig überraschend geht es auf diese Anhöhe auch hinauf. Wie hätte ich das gedacht? Ja, da ist aber eh schon wieder recht moderat. Ne? Hat seine Schirche anlassen, als man eigentlich gedacht hat. Aber diese Abzweigung lässt man uns nicht im Unklaren. Offensichtlich ist die Ochsenburger Hütte sehr am Publikum interessiert und demzufolge hat sie gut markiert. Da ist auch wiederum einmal so ein ziemlich orgramponierter Baum und da oben tut sich tatsächlich noch was. Das würde man auch nicht vermuten. Also Straßenhatscher setzt sich fort, bekommt aber hin und wieder mal ein bisschen eine Aussicht. Und da einen schönen Blick ins Tal hinein. Und es ist nicht allzu steil. Und alsbald wird das auch so aus sein mit Forststraße und dann auf einem kleinen Steiglein da auf den Rücken hinaufgehen. Ganz unauffällig, Ochsenburger Hütte zweigt hier vom sonnigen Weg ab. Also das muss man schon genau aufpassen und wissen, was es da abgeht. Also für alle, die das noch nie gegangen sind, dort wo der Weg ein bisschen auf eine Verschnaufpause mit der Steigung einlegt, da gibt es für uns keine Verschnaufpause. Da geht es dann in etwa der gleichen Steigung, nur deutlich weniger ausgetreten in den Wald. Und da schon sehr windschief. 404. Dieser alte Maschinenweg, auf dem wir uns da jetzt bergan kämpfen, ist in der ÖK50 fälschlicherweise als Steig eingezeichnet. Was ist das heute für eine Fehleinstufung? Wir treten in die Sonne hinaus und sehen, ja, also eine Art Waldgestätten. Also ein Kahlschlag, mit anderen Worten. Da hat man ziemlich gackert und der Weg verläuft dann noch quer drüber. Hätte man unten die falsche Abzweigung genommen, also wäre da rechts verblieben, dann wären wir auf einem etwas besseren Weg auf den Rücken hinaufgekommen. Das heißt, der Steig da hier, der mündet dann dort oben auch wieder ein. Wir lassen die Stätte dieses Baumassakers noch hinter uns und treten zum Glück wieder in den Wald ein. Die sogenannten Kamelbuckel tun sich da vor uns auf. Da war wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Koste es, was es wolle. Da ist der Harvester auf und runter gefahren. Anders kann man sich das nicht erklären. Und hier, jetzt wo es endlich wieder einmal Stämme gibt, auf denen man was draufpinseln kann, sieht man, wir sind da tatsächlich auf dem richtigen Wegverlauf. Ja, also da diese forstwirtschaftliche Brachialromantik stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Da hat man es echt übertrieben.
Ich ziehe meine Aussage zurück, dass der andere Weg möglicherweise die gescheitere Alternative gewesen ist. Weil der ist da, ist nämlich der andere Weg. Und es schaut jetzt nicht so aus, als ob das ein besonderer Genuss gewesen wäre, den zu begehen. Was tun? Ha? Ich glaube, die Stöcke bewähren sich gerade. Na, vergiss, da kommst du noch mal dreimal, kriegst du noch Blätter drauf. Also wegen dieses Abschnitts braucht es jetzt keine langen Zent kriegen auf den Wienerwaldweitwanderweg. Das ist zum Vergessen. Diese Reifenspuren und Auswaschungen da, das sind gut und gerne 3/4 Meter hoch gegangen, das sieht man da. Da wird sogar befahren mit Rädern. Das sind besonders mutige. Also sobald er da einmal in den Graben hinunterkommt, ist vermutlich ziemlich aus. Schlag 2. Und so ein Überfluss muss da auch tatsächlich einer mit einem Pferd unterwegs gewesen sein. Also zumindest vorhin hat man das noch deutlich gesehen. Auch das da schaut man nach Hufabdrücken aus. Ich weiß nicht, ob man das Pferd da irgendwie hergeführt hat zum Holz machen. Es ist auch möglich. Vielleicht hat man da schon mit traditionellen Methoden gearbeitet. Aber das schaut halt da wirklich so aus, als ob da einmal mit Brachialgewalt der Harvest da durchgefahren war. Das ist wirklich der Originalverlauf. Da vorne ist tatsächlich eine Markierung erkennbar. Wenn man sieht, Harvest, wenn man da schaut, der Stamm da, der hat die dementsprechenden Bearbeitungsspuren, wo man durchgezogen hat. Also da hätte man sich fürs Fahren wirklich was Besseres einfallen lassen können. Man hört normalerweise eine größere Zahl von Ästen irgendwo auf den Boden gelegt, um den Druck ein bisschen zu verteilen. Man muss nicht unbedingt fast dann 3/4 Meter tiefe Furchen hinterlassen und da alles aufreißen. Ja, ich habe jetzt da Harvester, ein Pferd und ja, tiefe Rillen, wenn schon genug werden. Da beginnt es also leider auch ziemlich zu schmieren. Das heißt, du musst zusätzlich noch aufpassen, es ist rutschig. Was der Vorteil ist, hinter mir Mondlandschaft und vor mir doch noch so ein Anflug von Wald, wo zwar immer noch diese Murz und tiefen Rillen drinnen sind, aber zumindest hat man da immer mehr so gewütet. Und wir haben es da oben, was leicht wird, auch schon fast geschafft. Ich muss gestehen, diesem Abschnitt werde ich keine Träne nachweinen. Ja, schaut, das war da wirklich Holzgewinnung unter dem Motto keine Gefangenen. Ja, da vorne bei einem etwas wertvolleren Baum. Also ich glaube, das wird vermutlich für das arme Bäumchen nicht gut enden. Ja, ich habe auch deutlich gemacht, was ich davon halte. Also wir nehmen dankbar zur Erkenntnis, dass wir das Stück jetzt endgültig hinter uns gebracht haben. Da hinauf und bis zu dem Licht, wo wir dann wieder aus dem Wald hervortreten. Und dann haben wir einen überwiegenden Teil unseres Anstiegs auch schon geschafft. Ja, während also vorhin bei diesen Schattenseiten der Waldbewirtschaftung wirklich auch alles zusammengekommen ist, Nordhahn, Gatsch und so weiter und so fort, geht es jetzt in die ganz umgekehrte Richtung, denn wir haben den Waldrand erreicht und damit wieder dieses liebliche Wiesengelände. Also da hervorragend schön, man tritt heraus und ist in einer anderen Welt. Und da drüben haben wir ein Kreuz. So, ja. Grüß dich, Jesus. Da ein Grenzposten der Bundesforste und der zugehörigen Stein. Bitte, liebe Bundesforste, ich hoffe, ihr wollt das nicht. Also ihr hättet die Ressourcen, um das besser zu machen. Ich verstehe das schon, ein kleiner Waldbesitzer irgendwo, ein Harvester hat er nicht selber, den muss er kommen lassen, der Termin ist ausgemacht, das geht alles schief. Aber das ist eine echte Katastrophe gewesen. Also das, da werden die Schuhe immer schwerer und das Gemüt auch. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass das da jetzt praktisch der letzte Anstieg ist, ich glaube, ich hätte am liebsten wieder umgedreht. Trotzdem wird man da jetzt entschädigt mit wiederum herrlichen Herbstfarben und dieser wunderbar sanften Landschaft. Schaut mal, was da für ein riesen Wurzelteil aufgestellt hat. Der ist tatsächlich so schräg stehend und so groß, dass er als Windschutz und Unterschlupf taugt. Wir haben da jetzt das Ende
unsere Wieselpassage erreicht und dürfen wieder in den Wald hinein. 404. Dieses Schild da ist genauso historisch, aber in deutlich besserem Zustand. Offensichtlich ist es nicht oft der Sonne ausgesetzt. Und da traut er sich wieder anschreiben, Ochsenburger Hütte. Ja, also in der Gegend davor hätte ich meinen Namen auch nicht hinschrieben. Und das ist jetzt schon wieder eher unser Abschnitt. Also das ist jetzt wieder Wienerwald würdig. Ja, wie um den geplagten Wandersmann persönlich zu stimmen, ist da dann plötzlich wieder ein wunderschöner Abschnitt. Also dadurch, dass wir da knapp entlang der Wiese durch den Wald stapfen, ist das jetzt lichterflutet und golden. Da ganz großartig. Und wir genießen zum ersten Mal auch ein bisschen eine Aussicht in Richtung Süden. Gibt es auch ein Bankerl für den ermatteten Wanderer. Da hat er eine Herde von neugierigen Kühen. Man sieht also, bis da oben sind Gehöfte nach Süden ausgerichtet. Die Wiesen sind noch saftig grün. Und wir spazieren da jetzt diese Anhöhe entlang. Und ich glaube, wir nehmen jetzt die Aussicht. Uns wird Rastatt Axelhof kleiner. Und wir erreichen da ganz sanft ansteigend jetzt den letzten höchsten Punkt, nämlich eine unbenannte Anhöhe von genau 608 Meter. Ja, und da ist sie jetzt wieder, diese wunderschöne Landschaft mit ihren ganz sanften Formen. Das wird da jetzt auf dem Höhenzug einige Zeit noch so dahin gehen. Das, was wir da passieren, jetzt da im Verlauf unseres weiteren Wegs, ist die sogenannte Rudolfshöhe. Und dann erreichen wir über diese Anhöhe, da vorne wird das schon sichtbar bei dieser Erhebung da, die Ochsenburger Hütte. Wir erreichen da Wegweiser, die weisen weg in Richtung Hinterholz und Führer. Und da in Richtung Ochsenburger Hütte, da steht jetzt drauf eine halbe Stunde und Wilhelmsburg-Kreisbach eineinhalb Stunden. Na, das ist sehr großzügig. Also mit einer Rast auf der Hütte, ja. Und in die andere Richtung war die Kuckuckbauer-Hütte angeschrieben mit 2,5 Stunden, siehst du? Da kommen wir morgen vorbei bei der Kuckuckbauer-Hütte und auch bei der Stocker-Hütte. Nicht ganz direkt bei der Hütte, also bei der Kuckuckbauer-Hütte kann man direkt vorbei tatsächlich. Ja, und da noch Wald hinunter, eine halbe Stunde, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist. Jetzt wird es erst zu erahnen, wie diese Landschaft wirklich aufgebaut ist. Und wenn man da schaut, sieht man das schon. Da schon. Das ist ein Höhenzug. Da geht es halt manchmal durch den Wald durch und manchmal über die Wiese. Und das schaut vor allem deswegen höher aus, weil da auch Bäume draufstehen. Ja, da hat man einen schönen Blick von der Rudolfshöhe in Richtung der Landeshauptstadt St. Pölten. Nicht viele Fans dieser Stadt, obwohl sie es in den vergangenen Jahren gemausert hat. Ja, das Trübe tut jetzt auch nicht gerade wirklich was dazu, dass man da gern hinschaut, aber man sieht sie zumindest. Für uns geht es da jetzt schön über die Wiese, heute ein ganz sanftes und flaches Gelände und auch angenehm zu begehen. Da geht man jetzt wieder von Teppich. Der Höhenzug da drüben, das wird man dann alles morgen besuchen. Also das ist dann auf der fünften Etappe vom Wiener Waldweitwanderweg zu sehen. So, da jetzt auf der Rudolfshöhe im Bereich einer unbenannten Erhebung mit 592 Meter sind wir wieder ein bisschen im Wald herinnen. Ein schöner Rücken, kann auch mit Wald entzücken. Ja, da, durch das Licht, das uns da durch den Dunst entgegenkommt und durch diese mächtigen Buchen, die es da zum Teil gibt, ist das schon eine ganz besondere Atmosphäre. Also das wäre da das ideale Trailrunning-Gelände eigentlich. Sobald man da mal hier oben ist, man kann man Kilometer weit mit nur ganz geringem Höhenunterschied dahin laufen. Schaut, da hat man ganz kunstvoll eine Buche entnommen und die benachbarte Tanne da hat man stehen lassen, diesen wunderschönen geraden Stamm. Also da reibt sich der Forstmann die Hände, da steckt der Gott drin. Man merkt, der Dunst zieht jetzt wieder mehr herein. Wieder späterer Nachmittag. Das ist jetzt nach 15.30 Uhr und es ist jetzt deutlich erkennbar, dass die Sicht wieder schlechter wird. Und im Gegenlicht ist es alles wieder
in ein milchiges Weiß getaucht. Und trotzdem ist da der Abschnitt jetzt vom Weg, wo man hinter so einer einzelnen Baumzeile hinten hergeht, einfach nochmal was ganz was Herrliches. Also, das macht da richtig Laune. Das sind zwar jetzt von gut 30 Kilometern schon die letzten. Ein bisschen mehr sind es sogar als 30 heute insgesamt dann. Aber da macht es mir richtig Spaß. Auch wenn die Beine vielleicht schon ein bisschen schwerer sind. Also vergessen ist der Schmerz beim Anstieg und das Gesuder, wenn wir da jetzt noch einmal so herrlich in der Sonne dahin spazieren können. Was vorhin unerreichbar fern geschienen hat, nämlich die Augsburger Hütte, die verbirgt sich jetzt da bei diesem Wäldchen. Also das ist jetzt diese letzte Anhöhe, auf der man dann die Hütte findet. Wir sind da jetzt am mörderischen Schlussanstieg zur Ochsenburger Hütte. Jetzt gehen wir noch einmal alles und überwinden die letzten 300 Meter. Und dann haben wir uns noch eine kleine Rast verdient, bevor wir uns in den Abstieg nach Wilhelmsburg-Kreisbach machen. Ja, der Bär steppt aber nicht gerade. Hm? Herzlich willkommen auf der Ochsenburger Hütte. Schauen wir mal, da wird man doch in der Sonne sitzen können, oder? Ja, selbstverständlich. Was man alles sehen könnte, wenn man was sehen würde. Siehst? So, wir verlassen diese Anhöhe da jetzt. Da gibt es an einigen Stellen diverse Möglichkeiten aufgestellt, wie man sich da den Tag versüßen kann. Unter anderem auch eine Hängematte, alle möglichen Formen von Holzsesseln und Bankerl. Das haben wir jetzt nicht mehr in Anspruch genommen. Für uns geht es jetzt da hinunter in Richtung der Haltestelle Kreisbach, den wir in einer halben Stunde ungefähr erreichen können. Da gibt es jetzt noch ein Steiglein, das mäßig momentan nur steil ist. Später dann wird es ein bisschen mehr steil. Man könnte alternativ auch auf einem Forstweg gehen, aber da macht es uns mehr Spaß. Da müssen wir mit einigen hohen Wurzeln ziemlich aufpassen, dass man sich nicht nur auf den letzten Metern da stößt. Ansonsten geht das Steigerl da ganz freundlich dahin. Da zum ersten Mal seit langem wieder eine Markierung. Also da hat man sich ziemlich gespart, weil es scheinbar eh eindeutig ist. In der Zwischenzeit sind aber ein paar Maschinenwege durch die forstliche Nutzung des Waldes hinzugekommen, wo das aus meiner Sicht nicht ganz so hundertprozentig eindeutig war. Aber man folgt da einfach der Trasse eines Naturlehrpfads, wo immer wieder auch die entsprechenden Baumarten ausgeschrieben sind. So, wir kommen da auf eine Wiese hinaus und sind Traktoren gedröhnt. Hoffentlich tut die Wiese nicht gerade düngen. Wir sind da im Gebiet des sogenannten Dingelbergs und da geht es wieder für uns das freie Feld hinaus. Das ist schon mal ganz nett. Bei mir verbleibt nach einem zügigen Abstieg die Wiese und der Schotterweg und vor uns beginnt der Asphaltweg und meine Mama will noch sämtliche Rekorde brechen, obwohl ich ja schon so oft sage, dass sich das mit Kreisbach leicht ausgeht mit der Haltestelle. Also wir schaffen das wieder zu einem günstigen Zug. Das muss man echt sagen, wir sind eigentlich bis jetzt immer pünktlich gewesen. Na, die Bahn noch nicht und wir haben eigentlich auch immer Glück gehabt mit unseren Verbindungen, bis auf das eine Mal, was wirklich drauf angekommen wäre. So, wir haben es also geschafft und stehen vor den Schildern bei der Haltestelle Kreisbach. Das war es jetzt von der vierten Etappe, auch wenn mit gewissen Abwandlungen vom Wienerwald-Weitwanderweg. Ich bin gerade dabei und weiter geht's für euch hoffentlich auf der fünften Etappe des Wienerwald-Weitwanderwegs und diesmal abgewandelt halt von Kreisbach bis Heinfeld. Und falls ihr doch nicht weiter zwischen uns, vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Da liegt sie wieder ziemlich quer, beziehungsweise Gott sei Dank längs. Und Leistungsdaumen drin. Nachdem sie leider immer noch keinen Arzt gefunden hat, der deine Stummelbeinchen verlangt. Schau, ein bisschen weniger mies. Ich bin überhaupt nicht dumm. Ja, wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der einem folgt? Ne? Erste Überschreitung
vom Flutterby-Gedächtnisgraf. Ja, ihr kennt jetzt diesen entschlossenen Versuch beurteilen, sich der Kuckuckbauerhütte entgegenzusitzen und einen Fluss angelagert. Das haben wir uns jetzt redlich verdient nach dem Anstieg.